Moin, meine Damen und Herren, was geht? Heute bekommt ihr das Game, worauf ich schon ungefähr 10.000 Mal angefragt worden bin. Balatro. Balatro ist ein Roguelike. Es ist 64 Megabyte groß und ein absoluter Suchtbanger. Das Game ist insane. Es ist so unfassbar hässlich und man peilt gar nichts, wenn man es zum ersten Mal sieht. Deswegen ist das Allerbeste, ihr schaut jetzt zu, ich erkläre es grob, weil ich liebe das Game, weil es für den Chat und für mich optimal ist. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unfassbar hoch der Backseat-Gaming-Faktor in diesem Spiel ist. Also, das ist der Wahnsinn, ne? Und ich bewerte ja Spiele häufig danach. Also, viele hassen natürlich Backseat-Gaming über alles. Ich finde es einfach übel lustig, weil es halt sehr viele Leute triggert. Deswegen spielen wir das heute. Und ich präsentiere euch das Ganze mal ein bisschen. Also, das Spiel selbst hat ein einfaches Ziel. Wir haben hier 300 Münzen, die wir erreichen müssen. Dafür kriegen wir dann Geld. Und wir müssen anhand von Kartenpunkten erzielen. Diese sind auf dem Poker-Spielprinzip quasi aufgebaut. Das bedeutet, eine hohe Karte bringt 5 Punkte mal 1 plus die Kartenpunkte. Ein Paar schon mal 2. Na, dann eine Straße und ein Flush bringen eine vierfache Multiplizierung. Das gleiche geht auch für ein Full House. Vierling ist mal 7 und Straight Flush ist mal 8. Und jetzt haben wir natürlich, im Gegensatz zum Poker, eine viel größere Hand. Wir können Karten abwerfen, auf die wir keinen Bock haben. Das heißt, wir haben eine massive Möglichkeit, hier Dinge zu manipulieren. Fangen wir erstmal mit den Basics an. Wir spielen erstmal zwei Paare, damit ihr seht, wie es verrechnet wird. Das heißt, zuerst wird zwei Paare genommen, der Grundwert. Dann werden die Karten oben drauf gerechnet. Also plus 10 Chips, plus 10 Chips, plus 6, plus 6. Und dann wird das Ganze entsprechend miteinander multipliziert. Das ist so der einfachste Weg. Der nächste Weg, den wir quasi spielen können, ist folgender. Und zwar hauen wir jetzt das alles mal weg. Na, wir können bis zu dreimal weghauen. Das kann sich auch ändern, by the way. Na, also ist also nicht fest. Denn unsere Idee ist, einen Flush zu spielen. Ein Flush hat den Grundwert 35 mal 4. Und das Interessante ist, der Multiplikator und die Chips ändern sich je nachdem, was auf den Karten drauf ist und was für Boni ihr noch habt. Das heißt, das Spiel ist in den ersten Runden basically Poker, mit der Bedingung, dass natürlich Punkte gerechnet werden. So, wir haben jetzt quasi nach zwei Runden gewonnen, nach zwei Händen. Fünf Hände ist hier das Maximum. Na, unser Deck ist, wir haben quasi das blaue Deck. Das blaue Deck, na, das sieht man jetzt hier nicht so richtig. Aber das hat quasi den Bonus, dass du eine Hand mehr hast. Du hast also eine Runde mehr Zeit, auf das Geld zu kommen. Wir bekommen jetzt Geld. Wir bekommen Geld abhängig, was für ein Boss das war. Wir bekommen Geld abhängig, ob wir Zinsen kriegen. Und dann gibt es noch einige Spezialeffekte. So, jetzt kommt das Wichtige. Jetzt kommt das Wichtige. Und zwar die Joker. Okay, Joker sind... Oh, das ist auch krass. Wir nehmen mal das hier lieber. Es gibt auch einen Voucher. Voucher sind meistens sehr teure Dinge, aber mit besonderen Effekten. Hier haben wir jetzt eine Hand mehr. Das muss ich jetzt kaufen. Das ist natürlich bitter jetzt fürs Geld und für die Zinsen. Das könnte mir jetzt auf den... Also ich könnte jetzt einfach die Runde verlieren. Weil Joker sind ultra wichtig in dem Game. Weil sie den Glücksfaktor massiv rausnehmen aus dem Spiel. Okay, es ist irgendwann einfach kein Glück mehr, denn die Besonderheit hier ist, es ist ein Roguelike. Das bedeutet, du hast übelst viele Möglichkeiten, dein Deck, dein Spielstil, oh, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt, dein Deck und dein Spielstil zu beeinflussen. Also wirklich massive Möglichkeiten. Das bedeutet, du kannst zum Beispiel dafür sorgen, dass Farben weniger sind. Na, du hast dann quasi nicht mehr Herzkarten, sondern viel mehr Pik-Karten in der Hand. Oder du multiplizierst gewisse Dinge miteinander, damit du quasi eine höhere Verrechnung und so weiter bekommst. Hier haben wir übrigens eine gewisse Straßengefahr. Der Drilling ist aber auch nicht schlecht. Wir spielen mal den Drilling. Der Drilling bringt auch nicht wenig Punkte, gerade weil es auch Zehner sind. Na, wichtig ist quasi die Chipszahl hochzuhalten, aber auch gleichzeitig den Multiplikator. Am Anfang ist das noch nicht so ausschlaggebend, muss man sagen. Also je früher man natürlich eine Runde gewinnt, desto besser. Du hast einfach mehr Kohle. No, aber ich bin ja hier noch ein kleines bisschen im Erklärungsmodus. Das bedeutet, Wissen über Poker zu haben, ist hier quasi ganz nett. Hört aber fast sofort auf, wenn man so ein, zwei Shops hinter sich hat und dann natürlich entsprechend seinen Spielstil nur auf die Joker aufbaut. Nur fast nur. Es gibt natürlich dann noch andere wichtige Dinge. So, wir kriegen jetzt wieder Geld. Leider sehr wenig Geld, auch keine Zinsen. Wir sind ein bisschen arm. So, und wir nehmen jetzt das hier. Das wird uns wahrscheinlich noch ein paar Runden das Spiel gewinnen. So, wir haben jetzt hier den ersten Joker. Der Joker heißt plus 100 Chips, minus 5 Chips für jede gespielte Hand. Das bedeutet, das ist jetzt schon ein Bruch.
Na, der nächste Bruch ist der Boss. Alle Kreuzkarten werden geschwächt. Das bedeutet, wenn wir jetzt Kreuz spielen, kriegen wir keine Punkte. Wir kriegen Kombi-Boni, aber wir kriegen keine Punkte mehr. So, für diese entsprechende Karte. Was natürlich traurig ist. Das Ding ist aber, wir haben hier die Eiscreme. Und die Eiscreme sagt, wir kriegen 100 Chips hier auf jeden Fall. Und dann wird entsprechend mit dem Multiplikator gearbeitet. Wir machen jetzt also Folgendes. Wir werfen mal den Bums hier weg. Genau, wir hoffen natürlich, dass wir hier vielleicht etwas Straßiges oder etwas anderes bekommen. Das lief jetzt nicht so gut. Wir hauen jetzt mal noch das hier weg. Wir hoffen quasi auf einen Flash. Was auch nicht gut funktioniert hat. Okay, jetzt müssen wir langsam was spielen. Wir machen jetzt das und das. So, ihr seht es schon, eine seltsame Bedingung. Wir haben jetzt hier die Paare, aber die Paare sind geschwächt. Das bedeutet, für die kriegen wir halt 0 Punkte. No, aber wir kriegen trotzdem mal 2 und das Eis. Das heißt, es ist 136 mal 2. Wir haben also trotzdem sehr viele Punkte bekommen. No. Also nicht überragend viele, aber es ist schon ein solider Wert. So, jetzt haben wir den Flash fast fertig. No, ihr seht es, man kann auch nach Rang und nach Farben ändern. Wir werfen mal das Ganze weg. Das ist unser letzter Wurf gewesen. Na, aber das reicht auf jeden Fall hier zum Gewinn. Wir haben also einen neuen Flash. Wir rechnen jetzt die Punkte zusammen. Plus den Base-Wert. Das Ganze mal 4 und das Eis noch. Und boom, das ist quasi ein One-Shot. Na. So, und das Ganze sieht jetzt alles super harmlos aus. Ich muss mal einen Schluck trinken. Hm. Ich habe eine Tasse vergessen, als ich hochgegangen bin, um aufzunehmen. So, jetzt geben wir nochmal Geld. Wir sind gerade sehr, sehr arm tatsächlich. So. Dass diese Karte am Ende der Runde ist schon eher 1-4 Chance. Das ist sehr unangenehm. Das zum Beispiel ist eine sehr gute Karte. Die spielen wir jetzt, beziehungsweise die kaufen wir. Die sagt, das ist Platscher. Die hat eine Funktion. Das bedeutet, jede gespielte Karte zählt bei der Punktezählung, was ganz cool ist. Das heißt, ihr habt ja gesehen, wenn ich ganz viele Karten spiele und ich habe zum Beispiel nur ein Paar, zählt ja die Punkte nur das Paar. Jetzt zählt er alles und er ist holographisch, das ist quasi wie so ein Bonus. Einfach on top. Multiplikator 10. Das bedeutet, egal was wir spielen, die Karten werden, die Runde wird auf jeden Fall, oder die Punkte werden auf jeden Fall mal 10 gerechnet. Das ist ein astronomischer Einfluss. Okay, das ist riesig. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir werfen jetzt das alles weg, weil hier ist eine sehr hohe Flash-Gefahr. So, und jetzt könnt ihr schon sehen. Wir haben jetzt durch den Flash 35 Punkte mal 4. Safe. Da kommen noch 10 oben drauf. Nochmal 10. 9. So, und so weiter. Dann kommen hier nochmal 90 drauf. Das Ding wird immer schwächer, je mehr wir spielen. Und das Ganze nochmal 10. Das heißt, das spielen wir jetzt. Und wir haben die Runde instant geschafft. Das heißt, aus einem komplizierten Verhalten wird jetzt quasi pisseinfaches Gameplay draus. Wir haben jetzt 2000 Punkte mit einem Mal gemacht. Und das Ganze wird dann noch krasser und noch krasser und noch krasser. Muss aber auch sein, weil jetzt sind ja quasi die Small Blinds und die Big Blinds werden irgendwann riesig. Also der Boss ist so 100.000. Das heißt, ihr müsst dann in 6 Händen jetzt in meinem Fall 100.000 Punkte machen. Das ist sehr schwer. Na, das muss man erstmal schaffen. So, aber dafür haben wir noch mehr Möglichkeiten. So, wir haben leider wenig Geld. Wir haben uns hier noch den Smiley noch geholt. Der sagt, dass Hofkarten dafür sorgen, dass wir auch den Multiplikator mal 4 kriegen. Ja, ist also auch sehr nützlich, jetzt entsprechend die Karten hier zu spielen. Und das machen wir auch mal. Das heißt, wir spielen hier gerade das Full House. Hier haben wir also 40 Punkte mal 4. Dann kommen die beiden noch oben drauf. Und die Karte macht auch nochmal mal 10. Der macht plus 85 drauf. Und der freut sich über die Hofkarten, weil die auch nochmal plus 4 geben. Also plus 4 Multiplikator. Seht ihr das? Das geht jetzt so heftig hoch, dass wir jetzt diese Runde wieder clean beim ersten Mal geschafft haben. Was sehr gut ist. Weil wir kriegen übel viel Geld dadurch. Wir kriegen ja für jede übrige Hand 1 Gold. Und das Gold brauchen wir. Erstens müssen wir damit halt quasi rollen. Und es gibt einige Karten, die mit deinem Gold interagieren. Je mehr, desto besser. Alte verkaufst du ja 3... Halte 3 an Verkaufswert zum Ende der Runde. Das ist krass, der wird quasi immer... Also der macht uns quasi indirekt Geld. Das kaufen wir mal. Und das lassen wir, die Packs lassen wir erstmal noch zu. Da kommen wir später hin. So, beginne mit 0 Abwürfen.
So, das ist jetzt schon sehr, sehr schwer. Ne? Wir haben jetzt keine Abwürfe. Der Boss macht uns also so ein bisschen schwerer. Wir haben aber extrem viel Glück und haben einfach mal einen Full House gerollt. Ne, was natürlich wahrscheinlich zu einem One-Shot führt. Das ist aber sehr luckabhängig, ne? Muss man jetzt einfach mal dazu sagen. Das bedeutet, wir kriegen hier wieder mal 10, dann nochmal mal 4. Der macht das quasi von Natur aus mal 4. Und das Ding wird natürlich immer schwächer. Der erhöht aber seinen Verkaufswert, was ganz geil ist. Also den werden wir irgendwann los. Und haben jetzt quasi die Stages geschafft. So, was ganz cool ist. Wenn wir 8 Stück geschafft haben, dann haben wir gewonnen. So, der macht erneute Punkte. Wenn die erste Hand der Runde eine einzige 6 ist, zerstöre sie und erhalte eine Geisterkarte. Geisterkarten sind erstmal sehr stark. Und heißt aber auch, dass wir natürlich die Karte irgendwie wegschmeißen müssen. Wir können den jetzt hier verkaufen, da würden wir jetzt schon Plus machen. Was ist das denn? Minus 1 Ante, minus 1 Hand. Okay, also das verstehe ich nicht ganz. Einiges in der deutschen Übersetzung ist aber auch wild. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das kann ich jetzt actually nicht sagen, was das macht. Ich habe hier noch nicht alles gesehen. Den Rest spielen wir aber nicht. Wir sammeln mal ein bisschen Geld. Und die Karte ist schwer zu spielen. Aber die habe ich bisher noch nicht so oft geschafft zu spielen. Aber unser Deck ist gerade auch sehr stark. Wir haben sehr gute Joker. Wir haben auch sehr viel Luck, muss man sagen. Also, dass jetzt hier schon wieder ein Full House kommt, ist natürlich für uns sehr gut. Das Game trackt auch quasi das, was du spielst, was auch sehr geil gemacht ist. Das bedeutet, hier kann man sehen, was du bereits so gespielt hast. Und das hat manchmal Einflüsse darauf. Es gibt zum Beispiel Joker oder Khan, die darauf sagen, hey, dein am häufigsten gespieltes, deine am häufigsten gespielte Hand, wäre jetzt bei uns zwei Paare, hat zum Beispiel einen besonderen Effekt oder so. No? Wait. Ach so, nee, ich dachte, ich habe jetzt schon gewonnen. Aber habe ich nicht. Ich dachte, das wäre ein Free-Win. Es ist ein Free-Win. Na, wir spielen jetzt einfach nur die beiden und das war's. So, weil der gibt ordentlich Multiplikator. Ich dachte, ich habe jetzt sofort gewonnen. Deswegen dachte ich jetzt, hey, warum sind wir nicht in der nächsten Runde? Ich habe jetzt quasi 2 Runden gewonnen. Ja. Der hat wieder seinen Verkaufswert erhöht. Das ist eigentlich ganz geil. Habe ich so noch nicht gespielt, diese Karte. Werden wir dann noch verkaufen, weil Geld ist super, super wichtig in dem Spiel. So, erhalte 2 Gold pro Abwurf, bis am Ende der Runde keine Abwurfmüll. Okay, siehst du, der macht viel weniger Gold als das. Wobei, der ist consistent. So, verdiene zusätzlich 1 Gold pro 5 Zinsen. Genau, hier haben wir einfach mehr Zinsen. Wir können jetzt also noch mehr Kohle machen. Wir spielen jetzt aber das hier. Wir spielen jetzt ein Booster-Pack. Und zwar ein Geisterpack. Geisterpacks sind sehr, sehr stark. Fügt ein Negativ zu einem zufälligen Joker hinzu, macht aber unsere Handgröße kleiner. Oder füge ein blaues Signal zu einer ausgewählten Karte dazu. Das erzeugt quasi einen Planeten, wenn ich die halte am Ende der Runde. Okay, ich kann jetzt quasi eine Karte hier verzaubern. Wir machen aber das hier. Oh, das Ei. Oh, das ist unlucky. Das ist sehr unlucky, dass das Ei getroffen ist. Weil das werden wir ja safe verkaufen. Dann nehmen wir das mal den. Wir können jetzt quasi 6 Joker halten. Das ist eigentlich geil. Wir haben jetzt quasi ihm den Trade negativ gegeben. Das heißt, wir haben einen Joker-Slot mehr, aber den werden wir ja eigentlich loswerden. Das heißt, der wird jetzt quasi weggehen und noch einen Joker-Slot uns rauben. Also nicht rauben, aber ja, wir haben den dann quasi nicht als Bonus. So, wir werfen mal den Bums hier ab. Wir versuchen, einen Flush zu spielen. Das ist natürlich nicht leicht, wenn man hier... Es ist fast eine Straße, ne? Aber ups, jetzt habe ich eine zu wenig abgeworfen. Ah, das war ein Fehler von mir. Wir spielen mal nur das und behalten die mal. Für die potenzielle Flaschung. Wir werden wahrscheinlich trotzdem sehr gut dastehen, punktemäßig. Also wir werden jetzt nicht verlieren. Nur das Eis wird halt schwächer und dadurch müssen wir das auch früher wegschicken. So, wir spielen mal jetzt trotzdem das Double. So. Ah, das hätten wir spielen müssen. Das habe ich jetzt falsch gemacht. Wir werden jetzt noch Platscher nutzen müssen, weil quasi alles reinzählt. Also wir können zum Beispiel das hier spielen. Das wirkt nach einer wertlosen Hand und es ist es auch. No, aber jede Karte wird gezählt durch diesen Effekt hier oben. Weshalb unser Chipwert trotzdem recht hoch ist. No. Also ein bisschen kompliziert, aber merkt ihr schon. Aber das hier stört mich sehr. Das war ein bisschen ärgerlich.
Ich vielleicht vorher verkaufen müssen. Um ganz sicher zu gehen. So, wow, wir haben jetzt richtig Zinsen bekommen durch den hier. Der hat sich jetzt schon refinanziert. So, lässt eine zufällige Joker-Karte erscheinen. Ja, dann würde ich jetzt den hier verkaufen. Da haben wir nochmal richtig viel Geld. Dann würde ich die Eiscreme verkaufen. Also irgendwann ist die sehr, sehr schlecht. Der hier ist cool, der gefällt mir. Wir machen mal Folgendes. Wir verkaufen das mal. Auch wenn es natürlich finanziell wirklich sehr gut war. Wir kaufen den und verwenden den. Wir kriegen jetzt quasi einen zufälligen Joker. Okay, den verkaufen wir auch. Und dann kaufen wir erstmal den. Der macht Multiplikator mal 3. Das heißt, den müsst ihr am Ende haben, weil das wird immer von links nach rechts berechnet. Also ihr müsst hier nachdenken. Das bedeutet, die Multiplikatoren, hier wird plus 10 gerechnet, hier plus 4 für jede Hofkarte, hier an sich plus 4. Und der rechnet dann, wenn wir zweimal die gleiche Hand gespielt haben, also zweimal Flush, zweimal Poker oder sowas, no, dann multipliziert er das alles mal 3. Was sehr stark ist. So, dann öffnen wir hier noch einen Booster. Hier ist für Feeling gut. Plus 2 Minuten, wenn du ein beliebiges Booster-Pack übersprungen hast. Das ist nicht schlecht. Das ist eine sehr interessante Karte. Das heißt, wir öffnen das mal und überspringen das. Wobei... Aber ihr könnt es auch spielen. Hier können wir nochmal 20 Gold kriegen. Ah, das ist jetzt schwer zu sagen. Ja, bei uns ist alles noch ziemlich gleich. Also hier wäre es cool, Sachen zu verwandeln. Wir versuchen mal... Oh, nee, das sind alles Peaks, ne? Ah, das ist ärgerlich. Also wir dürfen nur eine Sache nehmen. Wir können jetzt 20 Gold machen, aber damit können wir noch nicht so viel anfangen. Wir verwenden das mal und verwandeln die hier in Peak-Karten. Okay, aber eigentlich müssten wir hier viele... Wir müssten hier überspringen. Machen wir vielleicht beim nächsten Mal. So, der Hellseher. Ich muss 5 Karten spielen. Das bedeutet, es muss immer volles Haus sein. Was aber auch total in Ordnung ist, weil ich habe den hier. Der ist sehr, sehr stark. Wir müssen jetzt wahrscheinlich sogar gar nicht nachdenken. Und könnten... wir könnten so machen. Guck mal, so hier. Weil die Hand, das ist jetzt eine absolute Gurkenhand. Wir haben jetzt nur ein paar. Aber durch den Platscher da oben wird alles gezählt. Und jeder Multiplikator quasi verrechnet. So, und wenn wir jetzt noch ein paar spielen, zum Beispiel mit den und den hier. Wobei, nee, wir haben Flash, ne? Flash nehmen wir auf jeden Fall. Flash ist zu stark. Also das Ding lässt Karten werten, die normalerweise in einer Pokerhand keinen Wert gehabt hätten. Ja. Das ist schon etwas sehr, sehr Besonderes. Wir brauchen trotzdem mehr Punkte. Also wir müssen jetzt noch einen Flash spielen, um potenziell zu gewinnen. Ein Paar würde aber auch schon reichen. Guck mal, pass auf. Wir spielen jetzt quasi ein Paar. Die werden mit dazu gerechnet. Und der hier, der macht Folgendes. Der multipliziert die Hand, die wir schon mal gespielt haben. Das heißt, er macht jetzt den Multiplikator nochmal höher. Das heißt, wir kriegen jetzt hier plus 12. Dann plus, und dann nochmal mal 3 das Ganze. Das hat sehr vieles. Obwohl es eine so schlechte Hand war. Ja, das muss man vielleicht auch sagen. Also jetzt zum Beispiel kriegen wir wahrscheinlich 5000 oder so. Mal gucken. So, also mal 10 und dann das Ganze mal 54 noch. Ja, 3000. Also war trotzdem sehr, sehr gut. So, und ihr seht jetzt schon, die Pokerregeln nehmen halt mit der Zeit ab. Und die Karten sind quasi nur noch ein Tool für einen gewissen Spielstil, den man dann an den Tag legt. So, jetzt haben wir hier 2 Foils. Okay, das ist ultra gut. Und der hier, die verstehe ich noch nicht ganz, aber die nehmen wir auch nicht. Wir nehmen aber den hier auf jeden Fall. Wahrscheinlich statt dem. Wir verkaufen den mal, das ist so ein normaler Pub-Joker. Den holen wir. Der ist also einfach holographisch, der macht dann sich schon mal 10. Und wir haben noch eine größere Hand, was auch sehr gut ist. So, Aktualisierung kosten 2 weniger, das ist auch nicht schlecht. Das lösen wir mal ein. Bis 25 Gold können wir gehen, dann sind die Zinsen immer noch sehr identisch. So, und jetzt wollen wir den hier buffen. Das heißt, wir machen Folgendes. Wir öffnen das. Und überspringen.
Und dadurch ist er stärker geworden. Das heißt, für einen gewissen Goldeinsatz wird die Karte jetzt ultra stark. Na, die wird jetzt quasi jede Runde stärker und gibt einfach, egal was wir tun, rechnen die unsere Karten mal 6. Sehr, sehr nützlich. Okay, wirklich sehr, sehr nützlich. So, wir werfen mal den Bums ab. Dann werfen wir nochmal die. Oh, das ist aber ein bisschen straßig gerade, ne? Die Straße hätte ich spielen können. Das war vielleicht nicht so schlau. Wir machen mal Folgendes: Wir spielen mal das. Dann haben wir erstmal ein paar gespielt. Und kriegen natürlich trotzdem ordentlich Punkte. Und dann ist der hier schon mal aktiviert. Zumindest für Paare. Das bedeutet, wir können auch das hier zum Beispiel spielen. Das ist eine sehr schlechte Hand, aber wir haben ein Paar. Das bedeutet, hier wird eh alles gerechnet. Dann kommen die ganzen Multiplikatoren. Und der rechnet das noch alles mal 3. Das heißt, wir haben trotzdem für so eine scheiß Hand 3000 Punkte bekommen. Was sehr gut ist. Ne? Und das ändert halt euren Spielstil. Im echten Poker hättet ihr das halt nie gemacht. Aber hier muss man halt mit dem rechnen, mit dem arbeiten, was man hat. Ne? Und das zum Beispiel, der Flush hat jetzt weniger Punkte gebracht als irgendwelche Scheiße. Ne? Und das ist sehr, sehr cool. Das ist eine sehr coole Idee. So, ich mache mal die Spielgeschwindigkeit ein bisschen höher. Machen wir mal auf zweifach wenigstens. Dann sind die Animationen ein bisschen entspannter. So, wir können hier unser Gold verdoppeln. Das machen wir einfach. Na, wir kriegen jetzt einfach nochmal 20 Gold oben drauf. So, der mag es, wenn man Hände spielt und nicht abwirft. Aber das ist super schwer. Das hier können wir mal öffnen. Und überlegen, ob wir überspringen oder nicht. Der mag Peak-Karten. Der ist einfach nur holographisch. Wir überspringen mal, damit wir den hier steigern. So, und hier gibt es jetzt ganz interessante Sachen. Hier gibt es jetzt Planeten. Okay. Planeten sorgen dafür, dass die Informationen hier sich ändern. Das bedeutet, wir können jetzt sagen, dass ein Drilling zu spielen jetzt zusätzlich 2 Multiplikatoren und 20 Chips gibt. Das heißt, der Base-Wert geht hoch. Hier wahrscheinlich das Wichtigste, der Multiplikator. No, normalerweise nehme ich Flushes, also Jupiter. Aber mache ich hier mal nicht. So, dann rollen wir einmal, würde ich sagen. Hier kriege ich zum Beispiel plus 10, wenn ich einen Flush spiele. Und hier kriege ich plus 8, wenn meine meistgespielte Hand ein Paar enthält. No, das bedeutet, meine meistgespielte Hand ist auch aktuell Paar. Das heißt, der gibt uns jetzt immer plus 8. Plus 8 Multiplikator. Ja, ist auf jeden Fall alles sehr nett. Aber spielen wir wahrscheinlich nicht. Wir behalten erstmal das ganze Geld. So. Das ist eine Straße. Die spielen wir einfach mal. Ja, die hat auch einen sehr, sehr hohen Wert. Und sehr viele Hofkarten, was den hier freut. Und die werden wir wahrscheinlich bald ersetzen. Ne? Die liest sich cool. Ne? Immer wenn wir König, Dame, Bube spielen, kriegt der plus 4. Das klingt halt super toll, aber es ist nur mal 12 dann oder so. Nein, es ist noch nicht mal viel. So, das heißt, das hier spielen wir jetzt auch eiskalt, ohne nachzudenken. Im Prinzip ist hier nur die Single-Karte das Wichtigste. Aber da unsere Multiplikatoren und so weiter so hoch sind, machen wir ohnehin genug Punkte. So, wir spielen jetzt hier noch das mit dem Paar. Das ist jetzt nicht sauber, also wir können jetzt mehr abwerfen und das so ein bisschen genauer machen. So, weil die Punktanzahl, ihr seht es schon, ist trotzdem abartig hoch. So, und dann können wir das hier trotzdem einfach so spielen. So, also es ist super, super braindead. Nur die hier, das ist so die wichtigste. Die muss man beachten. Wir müssen also gucken, dass wir einen Spielstil quasi einigen und diese gespielte Pokerhand dann mehrmals pro Runde spielen, weil der dann immer unseren Multiplikator nochmal mal 3 nimmt. So, der macht zufällig 2 Planetenkarten. Das könnten wir machen. So, da ist der Saturn. Den verkaufen wir. Weil wir werden keine Straßen spielen. Wir können Paare spielen. Paare immer besser machen. Was cool ist, weil das Paar gibt uns quasi einen hohen Multiplier. Oder einen höheren. Und durch das Ding kriegen wir ohnehin immer viele Punkte. So, wir machen jetzt hier den Bums auf. Aber überspringen den. Also wir wollen einfach den hier,
so viel wie es geht an Multipliern geben. Das heißt, jede Runde wird der hier stärker. Und das ist schon mal etwas sehr, sehr Gutes. So, spiele nur eine Hand in dieser Runde. So. Ach so, genau. Das ist schlecht übersetzt übrigens. Also, wir müssen jetzt nicht nach einer Hand gewinnen, sondern wir reduzieren jetzt quasi unsere Spielvarianten dramatisch. Das heißt, wenn ich das jetzt spiele, kann ich nicht mehr ein Paar spielen. Das geht quasi nicht mehr. Das ist sehr schlecht mit dem, weil der hofft ja, dass man eine Hand, die man bereits gespielt hat, gespielt hat. Aber das zum Beispiel... So. Das geht dann mehr oder weniger nicht. Das zum Beispiel geht schon nicht mehr. Weil diese Runde habe ich ja schon ein paar gespielt. Ich könnte aber so machen. Und ich könnte dann auch noch einen Flush theoretisch probieren. Das machen wir mal. Wir werfen das mal weg. Dann werfen wir das nochmal weg. Und dann haben wir unseren Flush. Und den können wir jetzt spielen. No. Not allowed. Warte mal, was? Ach so, ich darf jetzt nur ein paar spielen. Ja, das ist manchmal übersetzungsmäßig halt übel fail. Das tut mir leid. Also diesen Satz gibt es dreimal. Diesen Satz gibt es legit dreimal und der ist genau so. Spiele nur eine Hand heißt, du darfst nur zum Beispiel Flushes spielen oder hier nur Paare, weil du damit begonnen hast. Na, und dann gibt es ein Spiel in einer Hand nur einmal. Und das hat mich jetzt verwirrt, sorry. Aber der Text ist immer gleich. Das ist ein bisschen unlucky. Also spielt es lieber auf Englisch. So. Hier kriegen wir für Herz mehr Sachen. Also wenn wir ein Herzdeck bauen, ist das gut, aber ist trotzdem nicht super gut. Also der Multiplikator ist höchstens mal 5. Weil wir immer nur 5 Karten spielen können. Also es ist nicht stark. Na, es liest sich irgendwie crazy, aber es ist wirklich Quatsch. So, wir gucken uns jetzt die Tarot-Karten an. Wir können eine Wildcard machen. Aber wir machen mal nichts. Wir überspringen mal. Wir machen das Ding hier stärker. Weil das ist einfach immer gut. So. Oder wir können jetzt... Also das können wir wahrscheinlich nutzen. Wir verändern jetzt wieder Karten. Das heißt, wir machen die, die und die. Und die machen wir jetzt zu Karos. Das heißt, unsere Flush-Möglichkeiten steigen übelste Sorte. Na, ihr seht es, wir haben 19 mal Karo und nur 8 Peaks. Also der Unterschied ist, also ist riesig. So, dann rerollen wir mal. Das können wir... Ja, das können wir nämlich verwenden. Das ist der Drilling einfach stärker. So, und hier ist es quasi für jede Straße, die ich gespielt habe. Also die Karte wird zum Beispiel auch immer dann besser, je mehr Straßen ich spiele und bereits gespielt habe. Na, auch sehr nützlich, aber Straßen sind nicht leicht zu kriegen. Na, hier sah es fast schon so aus wie eine. Aber war tatsächlich keine. Das ist eine. So, die spielen wir mal. So. Genau, da kommen jetzt noch die ganzen Multiplier oben drauf. Und jetzt kann ich theoretisch, wenn ich jetzt noch eine Straße schaffe, ist der dann entsprechend besser. Und ihr seht aber, dass nicht unbedingt die höchste Variante, also das Full House oder sowas, nicht unbedingt stärker sein muss. So, das ist so das eigentlich das Allerwichtigste. Dass man das begreift. Begreift und versteht. So, die Multiplier sind wie gesagt hier quasi alles ärgerlich. Wir haben jetzt quasi ein Gold dadurch verloren. Aber wir sind schon, wir haben schon eigentlich genug Kohle. Würde ich sagen. Also geldmäßig gewinnen wir hier safe. So, das ist überhaupt kein Problem. Nur später müssen wir halt mehr nachdenken. Und mehr einen Fokus auf einen Spielstil finden. Weil das wird hier irgendwann sehr, sehr krass, sehr teuer. So, der hier ist nicht schlecht. Den mag ich sehr. Das heißt, wir verkaufen den. Wir kaufen jetzt den hier. Der ist besonders. Der gibt plus 3 Multiplikator für jede Joker-Karte, die ich eh habe. Also plus 15. Und die gibt noch 50 Chips. Einfach so. Einfach, weil sie existiert. So, das Ding öffnen wir jetzt auch. Und gucken mal ganz kurz. Hier kann ich ein Kreuz verwandeln. Machen wir aber nicht. Und dann öffnen wir die nächste Packung. Wir öffnen quasi die Packung, um den hier jede Runde stärker zu machen. Und das überspringen wir auch.
So, weiter geht's. So, hier ist der besondere Boss. Verringert das Level der gespielten Pokerhand. Na, da muss man auch aufpassen. Das ist aber nicht schlimm. Also Level verringern ist... Ich glaube, es ist das Level hier gemeint. Und das ist fast scheißegal, weil das level ich nicht so häufig. So, wir versuchen einen Flush. Und... Also ich meine, was ist das für ein Pokerflash, ne? Mit dreimal Bube. Aber ist sehr gut für uns. Ne? Es gibt viele Punkte. Wir haben von Natur aus viele Multiplikatoren. Und der nächste Flash ist dank dem Typen sehr, 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 sehr stark. Okay. Ja, das ist jetzt schon abartig viel wert. No, jetzt seht ihr schon, bup, plus 10. Und das war's, das ist ein One-Shot. No, ist super strong. Und das macht halt Spaß, da Kombinationen zu finden. Ist aber wirklich komplett davon abhängig, was für Joker ihr habt. Also die müsst ihr wirklich richtig, richtig gut einsetzen. So, hier Jupiter können wir nehmen, um bessere Flushes zu haben. Aber wir nehmen lieber das hier. Also, ihr müsst jetzt überlegen, wir können jetzt Jupiter verbessern und den quasi nicht richtig zu spielen, verbessert das ohnehin. Also wir haben der Typ alleine, diese rote Karte, gibt uns alleine schon immer mal 33. Immer. So, der verringert unser Level. Ich weiß nicht, wie doll man das noch verringern kann, wenn es nur Level 1 ist. Das würde ich auch sehr gerne wissen. So, ich bin gleich wieder da. Ihr seht wahrscheinlich keine Änderung. Bis gleich. So, also, wie gesagt, geht weiter. Für euch hat sich wahrscheinlich nichts geändert. Ich versuche trotzdem jetzt hier das Beste draus zu machen. Ich kann noch dreimal abwerfen. Ich versuche natürlich wieder eine Flaschung. Das sieht sehr flaschig aus. Das ist auch meine erste Hand, ne? Stimmt. Bloop, bloop, der hier. Also der wird uns carryen wahrscheinlich. Der wird uns höchstwahrscheinlich carryen. So. Hier ist wieder ein Flush Angle und das ist dann noch Instant Win. Ich wiederhole nochmal, es ist ein Flush Angle, es ist ein Instant Win. Shit. Okay, das ist nicht gut. Wir spielen die jetzt hier. Das ist natürlich sehr schlecht. Da passiert wenig. Das ist einfach nur High Card und das war's. Aber so einen gewissen Multiplier für High Card haben wir ja auch. Und da unser Grundwert so abartig hoch ist, also wir werden jetzt hier, glaube ich, mal 100 rechnen oder so. Ne, mal 200. Also ihr seht, das ist total wild. Aber ihr merkt doch schon, also 41.000. Na, haben wir es geschafft. Und das ist auch ein guter Richtwert. Wie gesagt, ihr müsst... Also später geht es so Richtung 100.000. So, wenn in der Pokerhand ein Straight Flush ist, erscheint eine ganze Zeit. Okay, das ist fast nicht möglich. Straight Flush ist super freaking schwer. Deswegen öffnen wir hier die Tarot-Karte. Wir können eine Glückskarte machen. Wir können ein Kreuz machen. Und wir können zwei Karten zerstören. Ja... Also das lohnt sich nicht. Wir überspringen das mal. Also Karten verwandeln ist immer gut. So, weil das bringt auf lange Sicht halt sehr, sehr viel. So, extra Chips sind auch nicht schlecht. Aber das überspringen wir mal. Also der hier ist unser Multiplikator-Carry. Ganz, ganz safe. Wir rollen einmal neu. Wir hätten das vielleicht vorher einlösen müssen. Dann kriegen wir eher verbesserte Karten. So, hier kriegen wir plus 8, wenn wir einen... die gespielte Hand ein Paar ist. Das ist nicht schlecht. Das können wir immer kaufen. Wir rollen mal nochmal. Jupiter nehmen wir auch sofort. Wir verbessern einfach unser Flush-Level, weil Flush ist ja unser Fokus. So. Und Vierling nehmen wir nicht. Jetzt gehen wir in die nächste Runde. So, und das ist nicht schlecht, weil wir können zwei Karten verstärken. Das ist sehr gut. So, das bedeutet, wir nehmen wahrscheinlich zwei Karo-Karten einfach. So, da können wir das verwenden. Bum, bum. Jetzt sind die quasi besser. Ne? Die machen jetzt plus 30 extra Chips. Was gerade bei der Hübis hier ausmacht. So, jetzt sieht es schon nach einem gewissen... Ja, es ist... Es sieht verlockend aus. Peak ist aber sehr... Nee, Kreuz ist aber sehr schwer zu kriegen. Wir werden wahrscheinlich so machen... Ja, das ist schon ein Albtraum.
Ja, wir versuchen komplett auf den Superflash zu gehen. Ich glaube, das ist so das Beste. Also wie gesagt, der erste Flash wird richtig stark. Der zweite Turbo Brawn. So, wir haben jetzt fast mit dem ersten schon One-Shot gemacht. Und wie gesagt, bei uns ist immer die zweite Hand ist immer das, was GG ist, wegen dem Triple-Ding. So, wir müssen aber gucken, dass wir halt den Gesamtwert möglichst hochkriegen. Also das ist so, das ist schon mal eine gute Adresse, um das Endgame zu schaffen. Wir haben jetzt 6 von 8, also wir sind nicht mehr weit davon entfernt. Hier kommen zwei Joker, eine Glückskarte. Ja, also ist eine nette Verbesserung. Können wir erstmal kaufen. Haben jetzt noch einen neuen Joker freigeschaltet. Also einige Dinge bringen auch so etwas. Das überspringen wir. So, hier ist der Jupiter nicht dabei. Der Jupiter verbessert quasi Flashes. Wir nehmen nur Flash-Verbesserungen. Pluto ist die High-Card. Und das nehmen wir nicht. Okay. So. Der nächste Blind. Also, alle Herzkarten werden geschwächt. Das ist so der unangenehme Boss. Oha. Wir machen... Wir müssen es eigentlich auf Flashes tatsächlich machen. Wir machen mal den. Ich verwende das mal auf den hier. Der ist jetzt quasi so eine Glückskarte. Da könnt ihr jetzt extra Geld gewinnen oder extra Multiplikator. Natürlich komplett random. Aber es könnte sein. Wir werden unseren ersten Flash raushauen. Einen entsprechend soliden Wert. Und der nächste Flash ist der Gewinn. Und jetzt, wenn ihr halt jetzt Pokererfahrung habt, also ignoriert alles, sondern das, was jetzt das Spiel uns gewinnt, sind nur die Flashes. Na, und das ist so ein bisschen schwierig zu verstehen. Na, ihr seht dann so ein Full House oder keine Ahnung was, müsst ihr alles ignorieren. Na, müsst ihr legit alles brutalst ignorieren. So, und das war aber sehr schön im Stream, weil der Backseat-Gaming-Faktor war einfach bei 7 Milliarden Prozent. So, der resettet sich beim Boss. Der will Straights haben. Und eine Straße wollen wir nicht spielen. Hier können wir Karten verstärken. Ja, Karten verstärken ist immer ganz cute. Aber wir überspringen das mal, weil... Also, es gibt... Ich wüsste gar nicht, was wir nehmen würden. Wahrscheinlich Wildcard oder irgendetwas ersetzen. Hier wird man einfach nur massiv Geld kriegen. Aber machen wir auch nicht. Also wie gesagt, ihr seht schon, die rote Karte macht immer mal 51, was den hier natürlich freut. Jetzt quasi immer mal 150 basically ist. So, dann machen wir die alle raus. Dann ist das hier der Flush Number One. Ja, also bisher im Stream habe ich auch sehr viel, also sehr großen Erfolg mit Flushes quasi gehabt. Weil es halt das ist, was du am besten massiv manipulieren kannst. So, das war übel krass. So, die schiere Möglichkeit, Sachen in deinen Favor, also völlig unfair auch, zu verändern, war sehr, sehr geil. So, wir spielen jetzt mal nur das hier. Das ist natürlich ein sehr schlechter Spielzug. Also, ihr merkt, die Herzkarten sind hier geschwächt. Na, ist auch lustig, aber wir haben trotzdem 6000 Punkte. So, und das ist jetzt wieder eine Million. So, und später gibt es dann zum Beispiel auch Karten, wo zum Beispiel ungerade wertvoller sind als gerade Zahlen und so. Und dann muss man das so ein bisschen abändern. Aber sieht machbar aus. Also ein 100.000er Boss können wir jetzt actually schaffen. Außer wenn der sagt, Flushes gehen nicht. Dann wird es sehr schwer. So, wir machen mal einen Slot mehr im Shop. Das ist eigentlich ganz cool, weil dann haben wir hier oben mehr Auswahl. So, hier könnten wir einen Joker erhalten. Wir gucken mal, ob es vielleicht einen besseren gibt. Nö, wir überspringen. Boom, machen den wieder stärker. Ist halt ein bisschen stumpf, ne, dass man das jetzt das Ganze natürlich für einen so runterspielt. Das könnte jetzt wertvoller sein. Also wir kriegen 3 Multiplikator. Durch den kriegen wir halt safe 3. Aber hier kriegen wir noch die Chips dazu. Wir machen mal den. Weil die zusätzlichen Chips sind schon sehr, sehr nice. So, dann gehen wir in die nächste Runde, damit das Zinsgold auch gut bleibt. So, und hier seht ihr schon, ich weiß nicht, ob das das Ende ist. Weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube, das ist noch nicht das Ende. So, die hier hauen wir alle weg. Kreuz ist für uns halt super, super selten. Also wie gesagt, wir haben ja hier die hier schon gut rausgenommen. Und das, ich fand es immer ganz geil, 2 Farben zu haben.
Also nur eine wäre natürlich Bombe, aber es gibt halt, wie gesagt, so einige Debuffs, die man vor uns ja auch gesehen hat mit keiner Herzkarte. Dann ist es schon sehr, sehr schnell over. Das hier ist auch schon sehr gefährlich, aber wir haben Gott sei Dank noch eine Karte gekriegt. Na, und jetzt kriegen wir wieder den Flash-Superbonus. Und tschüss. So, es gibt noch Tarotkarten, die Karten zerstören können. Die würden wir wahrscheinlich auch noch spielen. So, der mag einen Vierling, der mag einen Drilling. Hier würden wir einen Abwurf mehr kriegen, aber es verbraucht halt auch einen Slot. Also nehmen wir das Ganze nicht. Das überspringen wir. Weil wir dann, wie gesagt, diese Karte hier stärken. Und hier, man könnte jetzt auch solche nehmen, ne? Hier wird man mehr Gold kriegen. Hier ist ein Multiplikator dabei, wenn wir die nicht spielen. Also wenn die auf die Hand bleibt. Das würde ich kaufen. Eine Karte, eine Glückskarte zu verwandeln, ist nicht schlecht. Und jede 10 bringt hier mehr und wird vierfach gezählt. Das ist auch nett. Also man kann versuchen, auf eine Karte quasi zu gehen. So, das sieht Karo-mäßig sehr nice aus. Wir machen mal den hier noch zu einer Glückskarte. Bup, bup. Der hat eine gewisse Chance noch mehr zu machen. Es gibt auch einen Joker, der sagt, deine Chancen sind besser. Was auch sehr interesting ist. So. So, das ist alles sehr useless. Ich glaube, wir nehmen jetzt lieber Herz. Das war bad. Das war bad. Wir spielen jetzt mal das. Das bringt fast gar nichts. Also die Multiplikatoren sind natürlich trotzdem abartig hoch. So, aber das ist jetzt basically der Win. Und jetzt ist das quasi Repeat. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, ne? Das sieht jetzt natürlich alles sehr leicht aus, wie ich das mache. Und das liegt halt daran, dass ich jetzt natürlich schon Erfahrung in dem Spiel habe. Und ich werde dann versuchen, die ein oder andere Runde aus dem Stream hochzuladen, wo ich besonders viel gelernt habe. Den machen wir hier sofort. Der verbessert wieder unseren Flash. Und später habt ihr quasi viel, viel, viel mehr Einschränkungen. Also richtig, richtig viele. Eine Sekunde. Ich glaube, ich wurde gerade wieder angeschrieben. So, ich muss halt manchmal reagieren. So. Hofkarten sind höher. Und das ist ein sehr guter Multiplikator. Der ist im schlimmsten Fall eine 4, wenn da eine 2 da liegt. Und im besten Fall eine 20. Aber trotzdem sehr schwer zu ersetzen, weil der ist consistent. Und der hat noch 50 Chips. Also wir können ja wahrscheinlich keinen von den beiden spielen. Und der macht halt mal 3. Der mag es, wenn man wenig spielt. Und der ist völlig useless. Also der ist am Anfang gut. Dieses Gesindel ist am Anfang gut, weil du einfach irgendwelche Karten kriegst. Also irgendwelche Joker. Und für die ersten Runden, um die quasi zu schaffen, ist es immer wirklich cool, Joker zu haben. Na, das ist schon sehr, sehr nützlich. So, wir flashen unser Leben. Bup, bup, bup. Oh. Oh, zieh immer 3. Das ist natürlich schlecht. Ja, wir spielen erstmal die beiden hier. Wir ziehen nur 3 nach. Oh, das ist gar nicht gut. So, das Gute ist, dass die Einzelkarte trotzdem bei uns sehr, sehr viel macht. Also, weil wir jetzt... Also, der hier rettet uns das Leben. Der rettet uns absolut. Das heißt, wir können jetzt das spielen und es ist trotzdem sehr stark. Weil das ist immer noch die Einzelkarte. Und Einzelkartenmultiplikator ist halt sehr hoch bei uns. Okay, das war jetzt sehr gefährlich. Das hätte man quasi verlieren können. Aber weil wir die Karte so hoch gebufft haben und der, die immer mal 3 macht, also auch wenn wir Einzelkarten spielen, also auch etwas unfassbar Schlechtes. So. Das ist eine Glückskarte. Also der synergiert mit Glückskarten. Der synergiert mit Spielkarten. Der macht unsere Handgröße besser. Weil das ist einfach GG. Da gibt es keinen Nachteil. So, jetzt öffnen wir wieder den. Karo-Karten. Das ist gut. Und hier ist noch Peaks dabei. Okay, wir machen jetzt voll. Also das werden wir jetzt spielen.
Und zwar machen wir die, die und die zu flashbaren Karten. So. Also das ist so eine Ausnahme quasi. So, hier können wir den Rang verändern. Wieder 3. Okay, das ist sehr gut. Das werden wir auch machen. Wir machen die beiden. Wir lassen mal das Herz noch da, würde ich sagen. Oh, wir können immer noch überspringen. LOL, wir konnten eine nehmen und überspringen. Okay, und hier seht ihr es schon. Zwingt 1 Karte immer ausgewählt zu werden. Okay, das ist krass. Aber das ist mit unserem Deck actually playable, wegen dem Typen. Es ist actually playable. So, was ich gern spielen wollen würde, wären wahrscheinlich am Anfang... Wir machen mal das hier. Das sieht jetzt nach einer übel dummen Hand aus. Aber weil unsere Punktzahl so hoch ist, ist das actually kinda good. Weil jetzt ist quasi Einzelkarte für uns sehr gut. Wir machen jetzt hier, müssen jetzt hier die 9 rausmachen. Pass auf, weil jetzt kriegen wir einen hohen Multiplier. Wir haben wieder Einzelkarte. Nur die Einzelkarte ist das Beste. Und wir rechnen das mal 300. Das sind 27.000, obwohl wir Trash gespielt haben. Also das hier, unsere Hauptkombo, unser Flush, ist schlechter. Imagine. Ne? Aber liegt, wie gesagt, an der Joker-Kombo. Also das hier ist das Game. Es geht hier wirklich, wirklich, es geht sehr schnell, nicht um Poker. Okay, also es geht astronomisch schnell nicht mehr um Poker. So. Ne, die sind alle bad. Das heißt, wir multiplizieren. Also so eine Karte müsst ihr auf jeden Fall finden. Eine, die ein Scaling hat. Multiplizieren alle Karten auf der Hand, Kreuz oder... Okay, das ist krass. Das wär zum, wenn das jetzt mit Herz oder Karo wäre, dann hätte ich das genommen. So, aber der Rest ist einfach Quatsch. Es gibt auch eine Möglichkeit, seine... Dings zu... Wir haben übrigens kein Geld mehr, ne? Das ist auch ein Nachteil, merke ich gerade. So, irgendwann ist das Problem, dass wir kaufen ja Booster-Packs für den und die werden auch immer teurer. Deshalb ihm Level zu geben auch immer schwerer wird. So, werfen wir das ab. Jetzt können wir fast nur noch Karo-Karten ziehen. So, und der Flush wird jetzt 50.000 wert sein oder so. So, der wird jetzt richtig eskalieren. Jo, 70.000. Ich habe mich verschätzt. Aber 50% mehr wert. So, das ist zum Beispiel gut, ne? Jetzt haben wir 2 Packs, die günstig sind. Oh, wir können in Karos verwandeln. Das können wir machen. Wir können das mit denen sogar machen. Also, unser Deck besteht jetzt aus 27 Karo-Karten. Das ist gut. Das ist actually very good. Wir sind bloß fucking arm. Aber es ist jetzt eh die letzte Runde. Also, mehr Geld bringt uns nur etwas für den Endlos-Modus. Den man natürlich auch spielen kann. So, wir machen jetzt mal Paare. Weil wir haben 6 Würfe, theoretisch. Wir müssen halt einmal einen doppelt haben. Das ist so das Wichtige. Der Multiplier ist aber trotzdem schon abartig. So, jetzt machen wir den Flush. Hey. Ach so, warte mal. Ach, die ist gezwungen. Ah, okay. Das ist ja witzig. So, jetzt haben wir immer noch wenig Punkte. So, und jetzt haben wir aber Doppelkarte und Einzelkarte haben wir jetzt, glaube ich, OP. Das heißt, wir können jetzt theoretisch so machen. Ne, haben wir Doppel oder Einzel? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich spiele mal die Hand. Ich glaube, Doppel habe ich genommen. Also ein Paar. Deswegen war das jetzt niedrig. Aber das ist jetzt eh der Win. So, bup, bup, bup. Und jetzt sagt der hier alles mal 3. Und wir haben gewonnen. Mit 2 Händen noch übrig. So, jetzt haben wir gewonnen. Wie gesagt, die Idee übel geil. Bei mir ist das Gameplay aktuell sehr flashlastig. Also damit komme ich auf jeden Fall sehr, sehr weit. Ihr könnt jetzt auch den Code hier kopieren und den Seed exakt nochmal so spielen. Vorausgesetzt, ihr trefft alle Entscheidungen gleich. Und könnt ihr quasi nochmal machen. Man kann jetzt auch in den Endlos-Modus gehen und man kann auch die Schwierigkeit erhöhen. Also wir hatten jetzt zum Beispiel viel Geld.
Was mit der roten Karte sehr gut war, wir mussten ja immer wieder Booster kaufen, um die dann basically wegzuschmeißen. Die war ja sehr stark. Der letzte Joker haben wir ja übel hart gecarried. Aber es gibt da noch Bosse, die zum Beispiel die Joker ausschalten oder die durcheinander bringen. Und. Also es wird auf jeden Fall schwerer, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du so krass manipulieren kannst wie ich jetzt, wird gesenkt. An sich erstmal bin ich trotzdem dankbar, dass ihr mir das vorgeschlagen habt. Banger Game, sagt gerne Bescheid, wenn ihr davon mehr haben wollt. Ich habe einige gute Runs im Stream gehabt. Haut rein und viel Spaß beim Zocken.